Jedes Jahr im Sommer verwandelt sich der Schweriner Pfaffenteich zur Drachenboot-Hochburg. Mehrere 10.000 Besucher kommen an diesem Wochenende in die Landeshauptstadt, um internationale sowie nationale Teams beim traditionellen Drachenboot-Festival anzufeuern. Seit 1992 findet diese Veranstaltung bereits statt. Anfangs noch mit Skepsis betrachtet, ist das Drachenbootrennen mittlerweile ein Höhepunkt im Schweriner Veranstaltungskalender. Tatsächlich das Größte. Nur die Schweden haben noch etwas, was so etwa gleich groß ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir hier hervorragende Bedingungen haben. Kaum eine Stadt hat so ein Wasserstadion wie hier den Pfaffenteich, der hinter uns ist. Man ist sehr nah dran an den Booten, man kann reingucken. Wir können Langstrecke wie Kurzstrecke hier fahren. Das ist das Tolle. Und deswegen kommen die Leute, die Sportler wie auch die Gäste und wollen das natürlich erleben. Angefangen hat der Drachenbootsport in Schwerin ganz klein. Ein Hamburger Rechtsanwalt brachte die damals noch unbekannten Boote mit in die Landeshauptstatt. Zusammen mit der Kanu-Renngemeinschaft wurde der Sport dann immer populärer. Wir als Sportler zuerst waren auch als Sportler sehr erfolgreich, national, später auch international, mit Europameister, mehrfacher Deutscher Meister, WM-Teilnehmer, WM-Medaillengewinner, haben dadurch den Sport auch in Deutschland bekannt gemacht, vor allem hier in Schwerin, haben viele andere dazu bewegen können, Drachenbootfahren zu machen und Veranstaltungen zu besuchen oder denn die Veranstaltung, die wir später dann installiert haben, dann auch an diesen teilzunehmen. Von Anfang an beim Drachenboot-Festival mit dabei die Easttown Dragons aus Schwerin. Das Team, mittlerweile das dienstälteste in ganz Deutschland, und jedes Jahr treten sie zum Rennen auf dem Pfaffenteich an. Also wir sind jetzt keine Urgesteine von unserem Team, wir sind seit 6 Jahren und seit 4 Jahren dabei. Aber man muss hier sagen, die Leistungsdichte hier wird immer stärker und es ist immer schwerer, weiter nach vorne zu fahren. Es ist unglaublich, aber es macht immer noch mordsmäßig Spaß und wir sind auch nächstes Jahr wieder dabei. Neben zahlreichen Rennen lassen sich die Veranstalter auch immer neue Höhepunkte einfallen, zum Beispiel bei der Sportlerwette. Da kommt es schon mal vor, dass Kanu-Olympiasieger Andreas Dittmer mit seinem Team die bekannte Peter-Männchen-Fähre 250 Meter über den Pfaffenteich ziehen muss. Also es macht unheimlich viel Spaß, hier mit 120 Teams auf dem Pfaffenteich hier die Rennen zu bestreiten. Und ich bin nicht das erste Mal hier, aber alle 10 Jahre oder alle 8 Jahre komme ich mal dann her zum Drachenboot-Festival. Und ich muss sagen, einfach toll. Auch wenn das Wetter nicht ganz so toll, also so super war, aber die Stimmung der Teams untereinander, es macht schon Spaß, wenn man auf dem Wasser mit 8 Booten da gegeneinander runterfährt. Also macht Freude. Das Drachenboot-Festival in Schwerin. Ein sportlicher Höhepunkt, der von Jahr zu Jahr immer mehr Besucher in die Landeshauptstadt lockt.